die Xbox One. Als Gamer und Besitzer der ersten beiden Konsolen habe ich mir gedacht, schaust du dir doch mal das Video zur Präsentation der dritten an, die naheliegenderweise One heißen soll. Das läuft noch keine 5 Minuten, als ich von Don, der die Haare schön hat, erfahre, dass es gar nicht in erster Linie ums Gaming geht, sondern, wenn ich es richtig verstanden habe, vielmehr darum, mein komplexes, zu fragmentiertes und zu langsames Wohnzimmer durch das Harmonisieren meiner Experiences zu verbessern oder so. Und überhaupt spricht irgendwie jeder von denen permanent von TV-Experience und nicht von Games, und zwar in jedem zweiten Satz. Television, TV, Television. Television, 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 TV, TV, TV. Etwas ungläubig schaue ich nach knapp 10 Minuten. Mittlerweile hat Yusuf übernommen und immer noch kein einziges Spiel gezeigt. Stattdessen hat er mir erklärt, wie kompliziert es doch heutzutage ist, fernzusehen. Und zwar so kompliziert, dass ich nicht nur einen Fernseher brauche, den ich einfach einschalte, nein, sondern einen Fernseher und eine Xbox, vor der ich zudem einen von Gesten für Hörgeschädigte begleiteten Regentanz aufführen muss, während ich Xbox Go Home sage, um Der Preis ist heiß zu sehen. Macht natürlich Sinn. Aber die Krönung der Glaubwürdigkeit ist für mich, als er dann einen Browser mit einer Suchmaschine aufruft. Internet Explorer und Bing. Und keiner außer mir lacht. Aber es wird noch besser. Er klebt also den Internet Explorer an den Rand des Fernsehers, um mir zu erklären, dass ich jetzt mit dem Handy den Internet Explorer auf der Xbox am Fernseher steuern kann, um einen Trailer zu schauen, während ich den Film schaue. Also den Trailer, den ich auch einfach direkt auf dem Handy schauen könnte. Und dann kommt dieses Mädchen, das Game of Thrones ganz toll findet, und schaltet zu Steven Spielberg, der mal Pong gespielt hat und deshalb jetzt eine Halo-Fernsehserie macht, wenn ich es richtig verstanden habe. And I even started playing Pong in 1974. Aber ist ja nicht so, als ob die keine Spiele gezeigt hätten. Es gibt auch ein neues Call of Duty mit dreckigen Fingernägeln und verbessertem Hund. In diesem Sinne, euer Onkel Barlow. Thank you.